Seid gegrüßt und willkommen zur 10. Episode meiner Space Haven Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Gut, dann schauen wir mal, dass ich hier... Oh, ich habe keinen Energieschrott. Dann kriegen wir wohl keine Energiestäbe hin. Da muss ich echt gucken, dass wir schnell irgendwo hinkommen, wo wir... Oh Gott, ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Sprung vorbereiten. Dass wir irgendwo hinkommen noch, wo wir handeln können oder Energieblöcke kriegen. Oh je. Wir müssen echt gucken, dass wir Energie bekommen. Okay, wir werden ja immer näher dran kommen. Okay, hier kriegen wir Energium. Das ist für Energiekristalle. Ey, wir müssen echt da hinkommen. Bitte, schaff das noch. Wir sind bereit. Dann springen. Hier scheint alles noch zu funktionieren. Bitte dahin. Und rein hier. Da, da, da. Oh, hier ist aber voll. Das hier ist das Handelsding. So nah müssen wir auch nicht haben. Wir gehen lieber hier dran. Weil wir brauchen das Zeug hier. Die Energiekristalle. Energium. Abbauen. Alles. Wir müssen hier alles abbauen. Oberste Priorität, Leute. Wir haben halt nichts mehr. Oh je. Ich hoffe... Die Dinger können noch. Gut. Wenn einer losgeht, dann reicht es. Eieiei, das war aber knapp, meiner Meinung nach, so ein bisschen. So, jetzt haben wir hier so ein Schiff, aber ich sehe wieder keinen Andock. Doch, da oben. Gut. Überleg gerade. Marissa und Jared sind noch da. Das heißt, ihr beiden... Kommt mal eben hier hin. Ne, hier hin. Hallo, dahin. Anzüge an. Dann direkt hier rein. Ins Fahrzeug. Das Fahrzeug. Hier hin. Go. Andocken. Da bitte. Ich hoffe, ihr beiden schafft es da gemütlich alles rauszuholen. Priorität wird dann liegen auf ja, Energie halt, ne? Energiekristalle, also quasi Energieblöcke. Muss auch gerade mal schauen. Konnten wir hier nicht auch irgendwie das Hyperraumzeugs herstellen? Oh oh. Dann müssen wir in der Tat auch noch gucken, dass wir Hypertreibstoff durch diese Kristalle kriegen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch Edelmetall. Gut. Hm, ihr seid angekommen. Bitte raus. Folgende Aktion, wenn du mit der Aktion wirst du Krieger. Was? Oh, verdammt! Das ist gar kein Schiff zum Plündern. Upsi. Ahem. Andocken bitte hier. Da bitte. Eieiei. Erstmal einen Krieg erklären. Gute Idee. Nee, natürlich wollen wir ja hier bei denen hier. Wollen wir ja. Hallo? Kann ich denn Kontakt zu euch aufnehmen? Da oben muss ich hin. Sorry. Ja, okay, das hier sieht auch eher so aus, als wenn man hier andocken könnte. Genau. Ihr macht deshalb bitte auch die Energiekristalle fertig. Oder die Stäbe. Was tut ihr denn jetzt? Achso, ihr bringt jetzt quasi die Sachen... irgendwo hin, oder? Irgendwer wird sich schon drum kümmern. Ich hoffe auch, das Essen wird hier auch geerntet. Nur 5% bla bla. Hier ist bald was fertig. Ihr geht wieder hier arbeiten. Alles klar. So, ihr solltet angekommen sein. Erstmal eine Kriegserklärung fast gemacht. Forschen, verlassenes Schiff, genau. Käfer. Oh Gott, so viele. Jared, machst du vielleicht mit?
Danke. Oh je. Oh, Alter. Von hinten auch noch. Kacke. Jared ist verletzt. Oder Marissa? Ich weiß gar nicht wer. Oh. So verletzt sind wir noch nie rausgegangen. Ich blute. Oh oh. Wir hätten ja sowas da, ne? Okay, ich würde sagen, ihr geht mal zurück. Verdammt. Aber ich glaube, das kriegen wir geheilt automatisch, ohne dass ich da irgendwie Ahnung haben muss. Andocken. Das ist natürlich hier zurück zum Heimatschiff. Hierhin quasi. Annehmen. Genau. Bewegt sich. Dann ist alles gut. So, ihr stellt mir auch jetzt die Energiestäbe her, hoffe ich. Genau, Brian macht das. Brian. Einen nur. Wow. Brian und Rom. Oh, ihr solltet vielleicht auch mal den Befehl kriegen, auszusteigen. Direktbefehl weg. Ihr zwei auch. Direktbefehl weg. Was macht Jared jetzt automatisch? Ich brauche ein Klinikbett. Ein Klinikbett braucht der? Oh oh. Lebenserhaltung. Nee, Anlage. Ups. Tech-Block. Ist hier ein Tech-Block drin gewesen? Tech-Block. Alles klar, hier kommt dann ein Klinikbett hin. Demontieren. Kann er das vielleicht selber machen? Könnte eventuell jemand das hier abbauen? Zuweisen bauen. Richtung. Ah, okay. Jared kümmert sich drum. Sehr gut. Jared hat sich gekümmert. Dann kommt jetzt das Klinikbett hier hin. Wollte schon sagen, wir sollten ja genug haben. Oh, ich hätte vielleicht das Schiff anfunken sollen. Was ist denn das? Ist da Müll? Oder ist das hier beschädigt? Wäre echt cool, wenn irgendjemand... Okay. Kriegt ihr das hin, Leute? Oh, mir fällt gerade ein, die Lampen waren ja irgendwie so etwas verschwenderisch. Hier bekommt man einen Infrablock noch raus. Ich würde die Lampe einfach hier abbauen. Das Ding ist halt, ich kann hier kein... Oh, hier kann ich... Nee, wartet mal. Oh, das wird gehen? Hier nicht, hier geht's nicht, ne? Schade. Hm, hier geht's da auch nicht. Okay, wir müssen diese Lampe erstmal da lassen. Hm, er hat das Bett gebaut, oder? Nee, er baut's noch. Hm, ich kann hier leider keine Wand setzen auf diese Seite. Ja, das passt gerade alles gar nicht. Ich brauche unbedingt Tech-Blöcke. Okay, was konnte ich nochmal aus diesen Edelmetallen herstellen? Nee, hier nicht. Das hier? Veredler? Nee. Hier? Elektronikhersteller? Genau, hier mache ich Elektronikteile. Genau. Gut, machen wir das mal. Nee, wir machen das anders. Da Jared sich ja heilen muss. Irgendwie. Nee, hoffentlich greift das Ding jetzt nicht an. Gut, er liegt drin. Er wird geheilt. Dann lassen wir die anderen alle mal kurz nicht heilen, sondern hier essen. Dann gucken wir, wenn die das alles gemacht haben, dass ich die dann rüberschicke zum Plündern. Gut, Jared heilt sich. Seid ihr jetzt in der Pause oder nicht? Tritt Däumchen. Ist Roman und Dingens, Brian. Raumanzüge an.
Dann halt bitte beide hier rein. Was machst du jetzt? Ruht sich aus. Ach komm, du musst auch hier hin. Jetzt teste ich das mal mit ihr, ob das auch automatisch geht. Also, dass sie den Raumanzug dann anzieht. Lassen wir einfach mal Jared alleine zurück. Starkes Unbehagen, was ist denn mit euch? So, andocken. Genau. Seid ihr angedockt? Danke. Alle raus. Genau, gehen wir mal hier durch. Natürlich alle zusammen für erhöhte Feuerkraft. Und wir möglichst schnell hier alles erforscht haben und anfangen können, das auseinanderzubauen. Ich würde auch sagen, wir können Brian vielleicht mal alleine losschicken. Ich meine, der war ja ein erfahrener Schütze. Was macht ihr denn? Hier ist nix. Kannst du das hier nehmen? Nö, keine Ahnung. Weiter. Nein, nicht kaputt machen. Verrückter. Wobei, warte mal eben hier. Warte. Da. Kommt, schneller. Oh, wir haben es, okay. Gut, dann Direktbefehl aufheben. Dann hier Transfer, was heißt denn das jetzt wieder? Ich will natürlich alles haben. Ich klicke mal wieder hier alles an. Vorantreiben, genau. Gucken, ob das jetzt automatisch geht. Wir haben Transfer nicht möglich aus dem verlassenen Schiff, okay. Macht meine Crew hier. Ihr chillt jetzt. Ihr müsst zurück, Leute. Hier rein. Wie schön die hier rumlaufen. Dumm die dumm. Genau. Ihr geht da hin. Alle drin. Andocken. Dann zurück hier hin. Zack. Annehmen. Dann solltet ihr losfliegen. Genau. Sehr schön. Dann bekommen wir neue Sachen. Oh, das dauert aber echt lange, bis hier jemand geheilt wird, ne? Genesung beschleunigt. Krass. Ich brauche ein Klinikbett. Du bist doch im Klinikbett, oder? Einstellung, Besatzungsmitglied? Gefangene. Und wir können Gefangene machen. Oh je. Oh, ihr seid angekommen. Huch. Sorry, da ich euch nicht bemerkt habe, Leute. Genau, jetzt können die wieder das machen, was sie wollen. So, wir haben ja hier den Befehl gegeben, dass wir uns alles holen. Alle Gegenstände auswählen. Will ich haben. Will ich haben. Die ganzen Blöcke. Die auch. Was ist das hier? Energieblöcke. Sehr gut. Edelmetall, oder? Monsterkadaver. Ja, komm, nehmen wir mit. Was ist das hier? Energiezellen, nehmen wir mit. Menschenfleisch, nee. Astronautennahrung nehmen wir mit und die Polsterdinger hier, die Weichblöcke, alles mitnehmen. Das hier ja auch alles, genau. Dann schauen wir mal, wie die Crew sich jetzt hier macht. Roman ist auf Klo. Euch anderen geht es aber auch gut. Genau, Jared also heilt sich noch. Genau, hier wird hier was zu essen hergestellt. Das ist sogar mal voll, das finde ich gut. Ich weiß ja nicht, bei mir steht 1,1 und dann in Klammern 1 und hier nicht, aber hey, was soll's. Genau, hier wird wieder abgeerntet. Finde ich auch gut. Oder bearbeitet, whatever. Wasser haben wir. Wir haben wieder ein bisschen Energie. Müssen aber gucken, dass wir die Hyperraumblöcke kriegen. Brian geht alleine, oder was? Alles klar. Jared ist immer noch im Heilungsprozess. Du trägst irgendwas zur Anlage. Was trägst du denn? Ah, für Jared. So ein, was ist das überhaupt? Hallo, wie heißt denn das? Infusionsflüssigkeit.
Das hier wären Ärzte und Kliniker fördern, um Patienten effektiver behandeln zu können. Ich würde sagen, wir sollten eventuell mal da was herstellen. Chemische Raffinerie, das hier, ne? Oh, was brauchen wir dafür denn? Chemikalien, was ist das hier? Gewebe. Gut, dass ich diese Fasern habe, aber wie mache ich denn Gewebe? Moment mal. Veredeln ist das hier, ne? Genau. Das hier ist auch Dings. Also das hier ist ja das Ressourcen, dieses Treibstoffding. Elektronik? Chemische Raffinerie? Nee. Wo mache ich denn wohl die Fasern? Treibstoff, das ist der Antrieb. Optronik, das hier, ne? Zusammenfüger? Nö. Das Ding macht Blöcke. Heißt das, ich kann hier die Fasern herkriegen? Nö. Hier drin? Nö, der kann ja nur die herstellen. Das ist jetzt eine gute Frage, wo ich die Fasern herstellen kann. Vielleicht habe ich ja hier was noch nicht gebaut. Ressourcen. Ja, das habe ich auch noch nicht, glaube ich. Mikroweber. Ich glaube, das ist es. Ich brauche da noch einen Tech-Block, ne? Schön. Tech-Block stellen wir dann hierher. Wir haben okay, wir brauchen Optronic. Das sollte funktionieren, wenn das angestellt wäre. Dann halten wir den nicht mehr an. Ressourcen reichen nicht aus. Ist er jetzt angehalten oder nicht? Moment mal. Anhalten. Nicht mehr angehalten, okay. Gut, hier fehlen die Ressourcen, aber das werden wir auch bald hinbekommen. Genau, Roman füllt auf. Marissa auch. Wir stellen auch Treibstoff her, finde ich gut. Also Energie quasi. Priorität 10 am niedrigsten. 29,8. Nicht viel. Irgendeiner fehlt doch. Ach so, wir haben ja hier noch wen am Sachen holen. Energiezellen, sehr gut. Techblock. Oh, hätte ich gar nicht herstellen brauchen. Naja, Bergungsgüter verfügbar. Ja, ich weiß. Finde ich immer recht gefährlich, wenn die alleine hier rumlaufen. Aber solange ich die nicht selber steuern muss, kriegen die das ja, glaube ich, hin. Ich würde dann sagen, einer könnte ja auch hier schon mal abbauen gehen, die Edelmetalle, dass wir die auch schon mal haben und hier weg können. Wir müssen ja nicht unnötig hier länger rum chillen. Wir könnten dann ja schon mal schauen, wo wir als nächstes hingehen. Oh, hier ist gar nichts. Aber das hier ist dann halt näher dran an den Stern, was bedeutet, wir haben mehr Energie zur Verfügung. Das ist, glaube ich, dann ganz schlau. Wir schauen, dass wir so schnell wie möglich hier rauskommen. Ich sehe nämlich schon wieder, dass hier die Energie fehlt. Um den Laden hier richtig am Laufen zu halten. Aber wir haben hier noch recht viel drin, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht können wir... Kann ich schlafen? Wie? Kann ich schlafen, weil... schlechte Laune oder was? Okay, vielleicht auch... Brian. Der ist ja auch recht erschöpft. Dass wir hier das vielleicht mal ausmachen, dass das hier... vorangetrieben wird. Das heißt ja quasi, dass man hier priorisiert, ne? Höchste Priorität, genau. Wir müssen Brian halt abholen. Ich hoffe, das Shuttle fliegt gerade dahin. Ja gut, ich dachte gerade, das geht jetzt hier in seinen Dock rein. Okay, läuft wieder alles. So. Oh Mann, wir brauchen noch so viele Maschinen hier. Oh je. Wie groß darf das Schiff sein? Dieses ganze Feld, oder? Oh je. Ich guck schon mal, dass ich das hier alles irgendwie größer kriege. Ich hätte ja gerne, dass ich hier so quasi so das hier, diesen Teil hier, noch auf der Seite hätte. Aber ich würde auch gerne etwas hier in die Länge gehen.
Rumpferweiterung. Ja, hier geht halt nicht. Hier ist ja halt das Shuttle-Ding. Und hier ist der Antrieb, ne? Genau. Ja, die Frage ist halt, wie viel das hier verbraucht. Wie viele Blöcke? Ah, da steht es unten rechts. Ich habe 3 Blöcke. Okay, 1,7, 2,5, 3,3, 2,8, 2, 3. Das wird genau 3 brauchen. Ich mache das jetzt einfach. Dann gucke ich, dass ich das Dockdings, die Docking Station hier. Wie heißt das überhaupt? Druckschleuse, X1 Druckschleuse, dass ich die hier verschiebe. Also mitsamt dem Hangar und dem Lager, oder ich den Hangar irgendwie dahinter mache oder so. Dass wir hier langsam vielleicht noch einen Raum hinsetzen können. Genau. Jetzt schaue ich, dass ich hier auch wieder Höhlenblöcke herstelle. Wenn denn dann mal Höhlenschrott hier ankommt. Hier ist doch noch Höhlenschrott drin, oder? Oh, nicht wirklich. Automatisch Transport, genau. Das hier macht ja quasi, dass ich das hier abbaue, oder? Ja, müssen wir gucken. Was haben wir hier drin? Höhlenblock, haben wir einen dazu bekommen. Gut. Aber das dauert echt ewig, bis Geralty mal fertig wird, glaube ich. Finde ich ja schon krass. So eine verhältnismäßig kleine Verletzung. Und da liegt jetzt schon, boah, bestimmt einen Tag hier drin. Also einen Spieltag. Krass. Status. Oh, ich erhole mich von einer offenen Wunde. Die Blutung wurde gestoppt. Oha. Starkes Unbehagen. Ich fühle mich hier äußerst unwohl und das beeinflusst meine Stimmung erheblich. Ja, sorry. Aber zum Glück ist er noch recht gut gelaunt. Oh, was ist mit Brian? Oh, oh. Ungünstige... Was? Hier stand was. Raumanzugsmüde. Ey, dann komm bitte zurück. Ganz ehrlich. Wenn du nicht willst, wenn du genug hast, komm zurück. Ich würde sagen, ich beende die Episode erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, können Sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, ob Brian jemals zurückkommt von der Bergungsmission und ob Jared irgendwann mal wieder aufwacht vom Klinikbett, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.